Wow, und damit herzlich willkommen zurück zu Worms Clan Wars mit den üblichen Verdächtigen Benny, Gerd und Nick. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Forelle. Hi. Forelle. Witzig. Ja, meine Positionen könnten jetzt besser sein, sage ich mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wer alles dran gedacht hat, sein Lenkrad nicht abzuklemmen. Ich hab's abgeklemmt. Ich auch. Ich glaube, ich auch. Ah, okay, das ist schon mal gut. Solltest du es nicht abgeklemmt haben, es wird nicht abgebrochen, das wird deine Special-Folge, da musst du dann durch. Ich wollte gerade sagen, Nick, dann haben wir wenigstens mal eine Chance, dass du als Erster rausfliegst. Juhu, oh, ich kann jetzt nicht mehr machen, ich freue mich. Jetzt ist er auch noch dran. Ja, toll, bringt mir leider überhaupt nichts. Vor allem mit drei Würmern auf einer Stelle. Ja, so, gucken, ja, ja. Mal gucken, wie Mario sich jetzt vorknüpfen wird. Wir kommen gerade aus der LTS-Aufnahme. Weiß ich noch nicht. Oh. Das kommt jetzt auf Nicks ersten Wurf an. Das muss man aber auch dann direkt erklären, weil wir haben ETS aufgenommen. Das kam erst aber auch Ende der ETS-Session. Dass Mario ein wenig, sagen wir, überreizt war. Ein wenig? Das war aber auch schon vorher so. Ja, man muss aber auch dazu sagen. So, man muss aber auch dazu sagen, also ich hätte das ja eigentlich schon vor Jahren feststellen müssen. Ist echt krass, dass ich das so spät feststelle. Wer die drei hier als Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Jetzt sind die Heads. Hä? Völlig verdient. Ohne Scheiß. Ich hab's, auch nicht gesehen, aber lustig fand ich trotzdem. Blau, gelb und rot. Das sind die Hetzer vom Herrn. Ohne Scheiß, ey. Da hab ich was Besseres gesehen. Bloß, was war das? Keine Ahnung. War da vielleicht irgendein Dach noch über dir? Weil ich hab's auch überhaupt nicht gesehen, aber ich hab auch da nicht war so genau hingeschaut. Oh! Alter, hast du ein Glück, ne? War alles geplant. Damit gerechnet, dass ich mich da oben festhalte. Hast aber alles ausgefahren. Schau mal hier, so Scheiß hier im Hintergrund. So. Aha. Alliop. Oh! Mario Mann! Mario hat heimlich trainiert. Glaube ich. Macht der unten schon so ein nettes Lagerfeuer und dann passt das nicht, oder was? Nee, war mir zu warm. Alter. Ich habe gerade nicht zugehört und ich glaube, es war nicht schlimm. Nee. Hast nichts verpasst. Ich glaube, ich weiß, wer gerade das goldene Ticket bei mir gewonnen hat. Rot. Warum? Weil ich jetzt einmal auf dich geschossen habe. Ja, das reicht doch, oder nicht? Ja, natürlich. Du bist jetzt mein Opfi-Pieps. Wo ist eigentlich dein vierter? Ach ja, das sind ja alle. Nick. Du kannst mich mal. Na, du bist jetzt mein Opfi-Pieps. Nein. Doch. Nein. Gerd wird dir eh viel mehr Schaden machen jetzt. Ja, ich glaube auch. Sei denn, er macht nie ein Räumkommando. Ich weiß genau, was Gerd macht. Ach so, nee, okay. Ah nee, das hätte ich nicht. Ey! Das war auch okay. Ey! Ja, mach den grün! Mach den doch grün! Ah, schade. Hau ab! Ich mehr mitgerechnet, dass der da so gifttechnisch. Nein. Kannst du schön vergessen. Musst das du jetzt eigentlich auf dich selber gehen, folglich für den Rest der Runde? Wir haben ihm doch geraten, er soll sich auf grün konzentrieren. Eigentlich sollte der was höher gehen. Nun, der hat da eine Mine unterm Arsch liegen, die nicht hoch. Nee, okay, sah so. Wer?
Du, das sah aber nur so aus. Das ist die Spitze. Naja. Von der Spritze. Aha. Ja. Wortwitz. Wortwitz. Das Blöde ist, der war auch noch gut. Ja, deswegen. Oh. Ja, da, mach Opfi-Pieps. Ab, ey. Da, gib Opfi-Pieps ein mit. Los, voll auf Opfi-Pieps. Oh Mann, ey, jetzt geht schon wieder los. Hashtag Deponia, ja, Chaos auf Deponia bei Mario. Wir haben sonst keine Chance. Moment, ich habe jetzt einmal auf die geschossen in der Runde. Echt mal, einmal? Ja, links steht so viel Zeug rum. Ja, das ist richtig, aber steht doch einer von mir, also von daher. Wow, der ist ja sehr gefährlich auch dran, wenn du zu dem 115er von dir zum Beispiel was hätte fallen gelassen hättest. Also wir haben in letzter Zeit Worms so oft offline gespielt und es ist immer wieder dieselbe Diskussion. Ich möchte aber anmerken... Aber auch immer jeder mit jedem. Ja. Ich möchte aber auch anmerken, dass mein Wurm, der da oben steht, gleich dran ist. Also wer nicht auf klassische Instrumente steht, die so Mi-Mi-Mi machen, der guckt am besten nicht weiter. Ja, das stimmt. Ich dachte jetzt gerade kurz hier mal, runter und zu dir. Sag mal, bist du farbenblind? Nein. Ich denke, du willst auf Rot schießen. Nee, das kannst du mal schön sein lassen. Du hattest eben die Chance, ein Verbündeter zu werden. Du bist nicht grün geworden. Pech. Ja, dafür muss ich nicht grün werden. Never. Nee, das trifft mich doch nur selber. Never. Nee, mach einfach. Da triffst du dich nicht selber. Never. Never. Beim Zweifel rollt die da runter. Never. Da triffst du dich nicht selber. Sag ich doch. Ja. Du hast dich nicht selber getroffen. Lass mal bitte 3 Sekunden. Nein. Guck mal, Nick hier. Das nächste Mal bitte 3 Sekunden. Den Fallen tue ich dir nicht. Ja. Nein. Okay. Mist. Tor. Eigentlich so könntet ihr von mir aus ein bisschen weiter links liegen können. Guck mal, 1 Kiste bei 1 fast. Jetzt hat halt auch 3 Würmer ganz oben stehen, ne? Ja. Klar, als ob mir das gefällt. Nee, mir definitiv nicht. Oh. Okay. Ich weiß nicht, ich fühle mich hier unten nicht wohl. Kann ich nicht verstehen, du hast ja nur alle 4 Würmer da stehen. Wie hast du dein Jetpack wieder ein bisschen komischer auf, kann das sein? Sieht irgendwie zumindest immer so aus. Ich will die Kiste nicht. Ich will auch nicht zum Nick. Ist ja auch nur auf Durchreise. Glück gehabt. Er hat gesagt, er will die Kiste nicht, also habe ich ihn höher geschlagen. Nein. Boah. Ja. Kann man vielleicht mal gebrauchen. Okay. Die war nicht schlecht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich treffe, weil ich habe gerade schon 2 oder 3 Mal versucht, so zu treffen. Trotzdem war die nicht schlecht. Ja, gut. Boah, Alter. Weil das bringt mir also richtig viel, das Item. Tauchermütze? Nee, geflügelter Affe. Boah, ey, mit dem kann ich doch gar nichts machen hier. Vor allen Dingen bei dem Wind nicht. Nee, das stimmt. Bring doch da ganz rechts da neben das Fass in die Ecke rein. Da trifft dich keiner. Mach du vor. Mach du einfach vor.
Ja gut, ich würde 8 HP wohl drin sterben, aber... Ich lass dich sogar leben. Das fängt doch schon scheiße an, der Satz. Was ist dein Plan? Das wäre nice. Ja, stimmt, das wäre echt nice, aber... Das ist zu weit, glaube ich. Oder? Nee. Ja. Okay. Ich habe nichts gesagt. Der hätte kaum besser liegen bleiben können. Ja. Damit ist der Wurm tot. Komm doch mal rüber, Mann, und stell dich zu mir her. Nee, Moment. Großes Badabum. Mach es mal auf da. Don't like this. Nee, ich glaube, ich mach da jetzt nicht auf. Nee, doch. Nee, nur ein Riesenloch drin. Ja, aber ein Ding ist noch da. Nick, ein Ding ist noch zum Schutz da. Damit man nicht so einfach dich treffen kann. Hochhaus klappt in sich zusammen, weil ich glaube, so viel ist da jetzt nicht passiert. Glück, dass du da gerade keinen Fallschaden bekommen hast, ne? Boah. Alter, können die zwei Fetten... Ne? Ihr seid so träge, das ist unfassbar. Mein Gott, ey. Okay. Ja, okay, da unten ist eh nur Scheiße drin. Guck mal, ich hab dich auch da leben lassen mit deinem 8 Held. Happy Wurm. Ja... War gnädig. Okay. Sollte eigentlich mehr passieren. Boah, ich wüsste ja, was ich jetzt machen würde. Ja, genau. Was, ob das funktionieren würde? Ach so. Ich verstecke jetzt erstmal den Nick. Das ist nett. Okay. Schade. Wobei die Mine sogar noch einigermaßen gut explodiert ist. Die hat ihm noch ein bisschen Schaden gemacht. Ja. Was meinst du? Nein, niemals. Nein, niemals. Nein, niemals. Weißt du, nein, niemals, sagte er wahrscheinlich mit einem fetten Grinsen auf dem Gesicht. Das musste ich nicht mehr sehen, das hat man gehört. Ich weiß gar nicht, wie meine Frau darauf kommt, dass ich an den Puddings war, dass ich Puddings gemobst habe. Hui! Bup. Ich glaube, weil die dich mittlerweile kennt. Warum hat Nick eigentlich noch so viel HP? Weil es schön friedlich war, bis ihr da aufgemacht habt. Ja, genau, deswegen. Weil du noch so viel HP hast. Mein Gott. Weil du nicht reden kannst, genau. Ja, das auch. Das ist richtig. Ach, du willst jetzt selber in die Fresse schmeißen? Das ist toll. Nein. Sag ich doch. Ich wollte eigentlich genau durch die Lücke schmeißen. Das war auch knapp, aber es hat nicht ganz gepasst. Aber ich kann dir sagen, hat nicht funktioniert. Könntest du bitte da drüben bleiben? Ah, toll. Bumm. Ich nehme mich mit Opfi Pieps. So, jetzt ist es schon mal ein bisschen von der HP-Verteilung schon mal ein bisschen besser. Gerhard, guck mal, der hat nur 8 HP, der Wurm leidet. Oh ja, danke, da wollte ich hoch, aber leider sterbe ich jetzt. Oh, dein Wurm sprach in fremden Zungen. Ja, habe ihn erlöst. Ich
wollte eigentlich gesagt haben, Nick, bete doch mal, dass ich hier nicht hochkomme. Ja. Hat nicht funktioniert. Also doch, du bist hochgekommen, aber doof, dass man jetzt den Baseballschläger nicht mehr hat, ne? Komisch, genau das dachte ich mir gerade auch. Mhm. Ja. Das ist jetzt aber blöd, dass du dich da so hingestellt hast, ne? Ja, ich hau jetzt nicht auf den Tisch, das ist letztes Mal schon schief gegangen. Ja, hast du eine Red Bull-Dose da stehen? Ja, hab ich. Genau deswegen war ich das nicht. Das ist doch witzig. Warum? Was soll denn das? Bom. Du störst mich da halt. Ich geb dir gleich Stören, nu. Dann hast du ein Testbild im Gesicht. Alter. Nein, ich will da nicht runter. Nein, Benny. Ja. Winke. Jonne, drinke. Benny, nein. Nein, mein Freund. Nein. Was sagst du? Nein. Was sagst du? Nein. Ah, ja, okay. Ich verstehe. Das reicht. So. Der muss weiter weg. Möchtest du dir dann vielleicht nochmal überlegen, ob du weiter zwischen den drei Roten stehen möchtest? Aber, Mario, eins musst du sagen. Wenn du da vor mir dran gekommen wärst, hättest du mich gekillt. Nein, niemals. Wenn ihr morgen unterwegs seid, kannst du noch Milch mitbringen? Ein Fass! Weißt schon, dass du darauf hoffen musst, dass ich nett bin, ne? Weißt du, was in der Kiste war? Was denn? Baseballschläger. Mann! Mario? Nein! Also sorry, aber ich kann keinen anderen treffen. Ach, guck mal. Ich treffe auch gar nicht. Nick war gnädig. Ja, ich war echt aus Versehen. Der ist dran. Der Nick hat die meisten HP. Ja, das ist richtig. So, wow, habe ich abgewehrt mit meinem harten Schädel. Ja. Kopfballtor. War aber nur ein Orientierungswurf. So. Nein! Weil er hat nicht so. Naja. Ja, doch mit der Cluster könnte das funktionieren. Weiß ich mir sowas von an den Schädel. Und dann geht das fast nicht hoch. Pass auf, jetzt bleibt die neben ihm liegen und... Achso, nee. Oh. Hast du ein Glück. Jo. Alter. Alter. Ein paar Millimeter weiter rechts, der Wurm wäre tot gewesen. Ja, stimmt allerdings. Oh. Nein! Was? Ey, aua! Aber Mario, du hast immer einen Schaden gemacht. Was war denn das? Boah, er findet sie wieder alle, ey. Du standest nicht ganz oben auf der Kante drauf und du bist dann dadurch dagegen... Das finde ich jetzt aber irgendwie unpassend. Hast dadurch dagegen geschmissen. Boah, Nick, lass mich jetzt da in Ruhe. Das ist aber jetzt doof. Jetzt komme ich nicht mehr an dich ran. Ja, ich komme aber so auch nicht an ihn ran.
Ja, dann lass. Ja, doch. Nein! Theoretisch würdest du da rankommen, aber erst in 2 Runden. Ich bin doch im Moment gut damit beschäftigt, mich selbst zu töten. Und so. Ach, Mann! Das ist doch alles doof. Das treffe ich doch alles nicht. Ja, dann werf doch links rüber zu Benny, Mann! Ja, die kommt ja, nie im Leben an. Selber. Die kommt nie im Leben an. Sag mal, bist du behindert? Nee, aber du. Ja, das stimmt. Was soll denn der Kack hier? Ich hab dich doch überhaupt nicht getroffen. Ja, aber du bist auf dem besten Weg dahin und ich komm da nicht. Ich hab dich doch selber in die Kackposition befördert. Ja, aber ich komm da doch nicht weg. Ja, bei der mit der Hand, ne, ne, ne. Nicht bei der Hand, sondern Mimimi. Bei der Hand, dem lerne ich erst noch. Drogadabam, Chichi. Ach, jetzt kommt der mit seiner blöden Cluster wieder. Boah, schieb die dir doch sonst wohin. Man merkt, Mario hat richtig gute Laune. Die wollte ich eh nicht haben. Das finde ich jetzt wiederum doof, was da passiert ist. Nee, das finde ich eigentlich ganz gut. Oh, Mann. Das ist schon ganz gut, was da passiert ist. Vom Teleport nach rechts auf dieses kleine Pinselchen da. Als Maul. Boah, ihr seid alle so gemein zu mir heute. Heute? Im ECS habt ihr meinen Aktros manipuliert? Ja, ja, ja. Nee, manipuliert hast du. Größte Manipulation stand am saß am Steuer. Mario, manipuliert, genau. Manipuliert? Ich hab Manu nicht poliert. Du hast ihn selber kaputt gefahren. Die geht drüber. Du würdest gern Manu polieren, ne? Ja, aber die Manu, nicht den Manu. Oh. Ja, das ist schon klar. Hättest du nicht einfach mal gehen können jetzt? Nö. Hätte ich. Jetzt werf zurück! Ja, Moment. Lass dir das nicht gefallen! Erstmal muss ich da weg. Langweilig. Kann jeder. Ja, sagt der, der sich immer in Steine vergräbt. Nur wenn es nötig ist. Und nötig ist es grundsätzlich immer. Nee. Doch. Nee. Ja, nee. Ja doch, so ist gut. Nee, es geht drüber. So geht das drüber. Jetzt, so geht's. Höher. Boah. Gerade so. Ich hab zuerst gedacht, er haut drüber. So, jetzt schmeißt der Gerd mir wieder eine Cluster, eine Holy oder eine Nane rüber. Nee, ich glaube, die Nane behält er sich. Ja, die wird er sich behalten. Oh, er nimmt eine normale Granate. Ja. Ich bin ja. Kann da sogar, weil die da relativ gut liegen bleiben kann. Ach, der will gar nicht zu mir. Benny steht nicht mehr da unten. Hab die Leertaste nicht losgelassen. Ach so. Okay. Die sollte komm zu Mario rüber. Das war schon. Bring doch rüber. Schaffst du! Ich glaube, das schafft der echte Sinn oder der kleine. Schafft der auch. Ja, ja. Guck mal, easy. Easy peasy. Die Frage ist. Nein, willst du nicht. Die Frage ist. Was mache ich jetzt? Richtig. Hättest du dir auch vorher mal überlegen können. Ach, viel zu weit. Viel zu weit. Oder? Nein, viel zu weit. Die wäre aber einzige Chance gewesen, die da wegprallen zu lassen, dass die bei mir da neben dem 130er liegen bleibt. Ja. Oder hätte die genau so geworfen, dass sie dann einfach nur runtergerollt wäre. Aber das... Möchte sich jemand die Münzkiste da oben holen? Du! Nee, lass mal. Ich kann hier halt auch nichts machen, das ist so scheiße. Hey, warte mal.
Was auch immer du vorhast. Oh, oh, nicht das. Funktionieren. Fuck. Ich muss hier zurück. Das war so nicht der Plan. Ach, Manu. Hm. Mario ist schon wieder Schrauben. Ja. Ach, habt ihr wieder Eisenmangel? Ey, warum ist denn der Wind immer so scheiß? Oh Mann, das ist doch da oben. Nee, lass mich! Na. Oh. Die da unten sind alle viel schlimmer. Ich hab gar nichts getan. Ich bin ein armer Wurm. Lass den. Er will auch nicht zu dir. Boah. Oh. Okay. Schon wieder Kacke. Mich jetzt hier mit Eiern bewerfen oder was? Nee, mit Granaten. Das funktioniert auch in die andere Richtung. Dann aber bitte auch nicht treffen. Das sehen wir dann. Wenn du Glück hast, schon. Kein Glück. Aber man hat nicht viel Schaden gemacht. Nö, war okay. Aber er steht jetzt da unten, das ist auch nicht besser. Mario hat schon mal gerade seine Schrauben ausgekippt. Oh. Das passiert. Wenn die Öffnung der Tüte nicht auf der Seite ist. Oh. Da direkt auf rein. Der man sie vermutet hat. Gewesen. Das war der Plan. Silvester. Hm. Ja, Nick, woran hältst du dich da eigentlich fest? Jetzt einfach leer, Taste. Von nichts. Einfach leer, jetzt einfach Leertaste. Das Gute ist, er hat den Wurmwechsel schon gemacht. Das heißt, der 78er geht auf jeden Fall drauf. Problem ist, ich kann auch nirgendwo hin, wo ich safe stehe. Ja, nimm den Fallschirm und jetzt spring einfach. Flieg doch mit dem Jetpack auf die Spritze. Ja, dann stehe ich da oben. Was will ich da? Da schießt Benny auf mich. Bringt mir auch nichts. Bin ich mit dem nächsten Zug tot. Benny, atmen. Setz doch mal die Tauchermaske auf. Benny? Soll ich mal machen? Soll ich mal machen? Mhm. Mhm. Du sollst ja trotzdem ab. Ja, ist mir egal. Ich hab sowieso keine Ahnung, wohin ich mit denen hin soll. So, ja, ich kann das ist nämlich auch mein Problem. Kann trotzdem, ja, so.
Blub. Ja. Also Gerd, das Nixwurm da steht, ist jetzt keine Einladung, ne? Doch, anscheinend schon. Aber dann gehst du wenigstens auch, das ist okay. Es ist weitaus weniger passiert, wie ich bin. Vor allem das meiste bei dir selbst, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Irgendwie nervt mich das jetzt gerade. Dann kann ich mal gucken, wie weit das Essen ist. So. Zeit. Überall hätten diese Scheißkisten spawnen können. Nein, kaufst dir kein Jetpack. Na, das hatte ich nicht vor. Also. Ach ja. Weißt du, nein, das habe ich nicht vor. Ding. Huch! Jetzt habe ich hier Bilder in die Aufnahme eingeblendet, von wegen Wuppertal Release Stream und so. Okay. Weil ich an die falsche Taste gekommen bin gerade. War ja klar, dass ich da festhält. Ja, Gerd, jetzt mach mal was. Was? Der kann mit der Teleportkanone nach links, genau. Ja, bloß mich. Und dann könnte er auch mit der Teleportkanone zu dir. Ja, und? Töten kann er mich trotzdem nicht. Da würde ich nicht drauf wetten. Wie denn? Dynamit. Außer jemand zu. Ja, dann macht er sich aber selber auch einen Schaden mit. Nö, er hätte sich ja dann nach unten stellen können wieder. Malt er sich trotzdem Haufen Schaden. Warum, wenn er oben zu dir da mit hinstellt, wenn er sich dann unten hingestellt hätte, da wäre überhaupt nichts passiert. Doch. Nein. Zu viel Reichweite hat das Ding auch nicht. Das ist ein dicker Wurm von Gerd. Trotzdem. Hast du nicht vergessen. Trotzdem, da wo du stehst, wenn er nach unten gegangen wäre, niemals. Bisschen Schaden vielleicht schon, aber selbst wenn, hätte ja nicht groß interessiert. Gerd überlebt das. Natürlich. Natürlich. Willst du mich verarschen, Gerd? Auf jeden. Boah, Alter. Ich hab schon wieder Flashbacks, ey. Benni, ich glaube, du stirbst jetzt. Ja, weißt du, woran hält er sich daran wieder fest? Das ist auch wieder so. Der Gerd wirft jetzt einen Wasserballon zu dir und dann ist Ende. Oh, ich weiß aber nicht, ob der Gerd sich umdrehen darf. Ich glaube nicht. Nee. Gerd, warum drehst du dich auch um? Ja, genau. Warum dreht sich Gerd wohl um? Wenn er zur Wand guckt. Schwierige Frage. Ups. Ups. Oh. Doofe Idee. Hätte jetzt noch nicht gedacht, dass er da hingeht.
Komm, du bist doch jetzt eben auch da hochgekommen. Hinten zu den Minen wollte ich auch nicht unbedingt. Da stand ich auch auf dem Trepräsentierteller. Ja, gut, das stimmt. Und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Hab's wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.